Für den perfekten Flickflack musst du zuerst einen sicheren Handstand können. Und als nächstes übst du Handstandhüpfer und auf eine Matte nach hinten in die Rückenlage springen. Hier ist es sehr wichtig, dass du dich nach hinten schiebst und lang bleibst. Das ist die nächste wichtige Übung. Mit einem runden Rücken nach hinten und direkt auf und Hüfte hochschieben. Als nächstes nehmen wir die Hände von der Matte runter auf den Boden, stützen, Füße hoch und lande auf deinen Füßen. Dann machen wir auf der Erhöhung Handstand, direkter Abdruck in die Rückenlage. Die Brücke ist eine wichtige Voraussetzung für Flickflack. Genauso wie auf dem Video auf den Füßen und Händen pendeln und dann aus dem Stand in die Brücke pendeln, abdrücken und auf den Füßen landen. Dann die Füße auf einer Erhöhung abspringen und mit den Armen abdrücken. Aus dem Handstand direkt Abdruck in die Rückenlage zum Stütz mit den Füßen abdrücken und komm auf den Füßen. Den Handstand und die Brücke musst du für Flickflack sehr gut beherrschen.